Ja, moin. Das Thema Hallo. Tag. Guten Abend. Bei Stadtlandfluss online. Oh, wow. Hat er nicht gesagt. Mit dabei. Ja, wer ist mit dabei? Das ist eine gute Frage. Wir haben 100 Leute gefragt, wer ist dabei? Wenn man sagen, hier Koordination und Sorge. Du bist dabei, er ist dabei. Wir alle und sind zu dabei. Verlieren. So, oh, so Gott. Fangt er schon an, oder? Sagen 3, 2, 1, geht los. Ach, schon mal liebe Grüße an die ganzen YouTuber, die wir hier haben, ne? Ja. Oh. Fußballer mit H. Eieiei. Oh Gott. Ist der so? Nee, weiß ich nicht. Der Name ist auch gut. Boah, Arme mit Haaren. Oh Gott, ey. Fußballer, ja gut, das ist halt immer meine Paradedisziplin, ne? Jeder weiß. Halt. Boah! Mal einer drauf kommen. Warte mal. Jetzt mit dem Wort, mit den zwei Buchstaben. Müssen die Buchstaben direkt hintereinander sein? Nee, muss nur drin sein. Muss nur halt der versuchte Buchstabe zweimal. Mir fehlt gerade noch ein Wort ein. Hamsterkacke? Schwingt natürlich, aber. Ja. Hundeatem? Ich erinnere mich an meinen Hundefell. Ja. Hundefell, wenn denn das ist. Wenn wir gemeinsam gegessen haben mit der Familie, durfte der Hund nicht ins Zimmer, sonst konnten wir nicht mehr essen. Das war nicht schön. So, jetzt könnt ihr jemand anderes mal vorlesen. Obst, Gemüse, Holunder, Himbeere, Himbeere. Ja, Jan muss mir halt immer nachmachen. Tut mir leid. Ja, selber. Du bist der Unkreative hier. Stinkende Sachen. Hamsterkacke, ja. Hosen, kommt drauf an. Warum? Wenn du vorher einen Hamsterkacke gefällst, und die Hunde angeatmet, hat dann auch die Hose. Und halt, wie gesagt, wie schon erläutert, der Hundeatem. Oh, YouTuber, Hundeatem. Unser Hans, der Kuddiwurstel und der Herr Bergmann. Aber und Niki haben es heute mit Holunder, denn bei Essen und Trinken haben sie auch Holundersaft. Jan hat den Honig und ich hab's heute mit den Himbeeren, weil ich hab Himbeersaft. Ah, Hans Rummenigge, ja, klar. Wie ist der Hans Rummenigge? Irgendein Fußballer? Bestimmt hieß er. Ja, der Rummenigge, ja. Gut. Bette waren wir uns wieder nicht einig. Hamburg, Heidelberg, Hannover. So muss das. Da hat der Abba und die Niki mir geklaut, beide Namen rückwärts geschrieben. Komm, da bin ich ja kreativer Mensch. Aber immerhin kriegen wir beide die maximale Punkte. Finde ich gut. Ja. Er schreibt's klein, ich schreib's groß. Und Haare. Ja, das stimmt, das. Aber hier Sarah rückwärts ist auch nicht schlecht. Haras. Ja. Klingt wie so, als würde ich irgendwie aus dem Osten kommen. So wie aus dem Osten. Ja, so einer aus dem Süden. So aus Fernost sein. Oh, Pizza tut halt. Hefe. Hefeteig und Hirse. Hirseteig. Ja, wie willst du die Pizza sonst machen? Ah, Ben, aber du mit den Farben mit dem Holunderblau, ne? Ja, der Beruf. Ja, wir haben ja noch die Berufe. Ne? Holzfäller und der Hausmeister Gehilfe. Um.
Hellblau, hellgrün, holunderblau. Ja, ich hätte auch eigentlich hellrot nehmen können, aber naja. Wort, wo der Buchstabe zweimal drin ist, ist das Huhn. Bei Greg und Hanna. Denn eine Hyzanite. Hyazinthe. Ach, Hyazinthe. Na gut. Och, Ben. Hecke. Kommt drauf an, was für eine Hecke. Muss ja man ja. Muss man das. Nicht, woran du jetzt denkst. Hecke, Klammern, grün. Ja. Okay, dann kannst du auch wieder. Und da wieder meine Himbeeren, ne? Der Himbeerbusch. Da, wo alles herkommt. Und die nächste Runde. Neue Runde, neues Glück. Kommen Sie alle her. F. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Die werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Ja. Bei einer ganzen Million Kanälen. Was? Furz. Nein! Oh. Fein. Was denn? Fuchsia. Okay. Bei L. Hm? Bei L. Ja, wird das so geschrieben? Schon, oder? Schreibt darf ich gerade mal googeln, wie ein YouTuber ja, mach einfach. Ja, ich frage lieber auch mal vorher. Kurz. Man nämlich, der wird mit C geschrieben. Aber. Mhm. Ach Leute, ey. Boah, Fußballer mit F. Oh, Ferdinand jo. Ottwald. Nee. Natürlich. Ja, ne, sollte man. Haben wir alles? Ja. Sondern die Farbe und Fußballer eigentlich. Fußballer, ach, schäm dich. Mist, ich kenn keine Fußballer. Wenn du den Namen liest, den kennst du. Das war Frank. Na, Franz? Nee, Franz. Frank geschrieben? Wir machen einfach mal. Franz Beckenbauer. Mach mich jetzt fertig. Der Franz. Obst, Gemüse, Fenchel, Fleisch, Tomaten. Oh ja. Ach, stinkende ja. Sache. Ja, faules Obst und Pfütze. Ja, das stimmt. Ja. Sondern unter YouTuber. YouTuber haben wir der Fischkopf. Ah ja, der Fischkopf. Ja, Fischkopf. Klar. Brock Leaf ja. Studios. Lieb Studios. Kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube immer. Ach, so. Die Essen, trinken, Fisch, Frikadelle, Frischwasser. Ich mach einfach mal jetzt im Hintergrund Froglip Studios, weil irgendwie die Playlist schon wieder weg ist. Was ist denn Frischwasser? Frisches Wasser. Ja, frisches Wasser. Ja. Ja, aber warum schreibst du Frischwasser nicht frisches Wasser? Egal. Ja. Weil es Frischwasser. Fußballer, Franz Beckenbauer. Das sicherlich. Ja, eh, sicherlich, so, da boah, kann man ja so, spielen, nee. Okay. Statt Frankfurt, Frankfurt oder Main, Frankfurt oder der Oder. Jawoll, läuft. So, dann. Namen rückwärts geschrieben. Olaf und ach, Detlef. Ja. Ben, Detlef oh, wird in der ja. Mitte mit T geschrieben. Okay, nee, wird nicht akzeptiert. So, Pizzazutaten. Olaf wird aber auch theoretisch mit das F am Ende wird klein geschrieben. Ja, also, ne, ist wird nicht akzeptiert. Ist es Satzanfang? Das ist kein Satzanfang, das ist kein Satz. Das ist ein Satz, der aus einem Wort besteht. Das ist genau wie bei Männern telefonieren. Wir stellen
dann besteht die Sätze ja auch aus Saufen und dann die Antwortmöglichkeit ja, nein, später. Ah. Oder? Fenchel bei Pizza, hatte ich auch im Gedanken gehabt. So, Fenchel und ja, Fleisch, definitiv. So ein schönes Dry-Aged. Boah, die ist cool. Fischer Fachinformatiker Systemintegration, brilliant. Oh, Fachverkäufer, sehr kreativ. Ja, ist mein Beruf. So, Farbe. Farbe, die musst du mir jetzt mal erklären. Fuchsia. Ja, Fuchsia halt. Ajo. Wie sieht die aus? Ja. Das kann man in unserem Stream gleich sehr schön sehen. Wir sind im Stream. Ja, eigentlich. Stream ich? Nee, was ist eine Aufnahme? Ja, meine ich. Ja, dann klick mal da drauf. Hallo Twitch. Kann man hier die Bilder sehen? Bin ich jetzt im Fernsehen. Stimmt, das haben wir ja auch in der Pause mal besprochen, ne Ben? Das könnte man immer wieder im Stream spielen. Das ist die Farbe Fuchsia. Ja, das ist so eine Art Lila. Pink. Ich google auch mal kurz. Komm, wir machen aber mal unsere Suchmaschine des Vertrauens auf und dann... Gehen wir mal zu Wikipedia, da haben wir es doch. Da, oh Gott. Das ist Fuchsia. Bilder zu gucken, ist halt nur eine Pflanze Alter, bei mir, ne? Geh mal auf Wikipedia, Alter. Wegen der Farbe. Ne? Also wenn ich Fuchsia suche, kommen mir Blumen. Dann gib mal Farbe dahinter an. Ja, das ist so. Ich bin bei Magenta gelandet. Ah ja, gut, das ist Fuchsia. Wie gesagt, hier, mal kurz eine Werbung hier, Frogleaf Studios. Der Typ ist voll cool. Jo, was haben wir denn? Wortfutter, Buchstabe zweimal drin vorkommen. Farfalle und Fischfutter. So. Ah. So, Pflanze. Fahren und fahren. Wir kriegen aber beide die volle Punktzahl, weil klein geschrieben. Jo. Bei Baum. Jo. Geh ich mit allem konform, würde ich sagen. Jo. Der Ben. Können wir ja gleich mal gucken, ob der volle Punktzahl ist. Weil ich weiß nicht, ob bei Groß- und Kleinschreibung ignoriert. So, Obst und Gemüse mit O. Otto. Otto. Omega-3-Fettsäure. Ist das ein Gemüse? Hallo? Ah. Oh Gott. Kennst du was? Ja klar, hatten wir vorhin schon. Ja, dann schreib's. Ja. Diesmal aber richtig. Essen und trinken mit O. Omas Schlüpper. Ja, ich bin stolz auf dich. Du kennst Moment, einen Fußballer. Moment, ich muss mal einen Fußballer googeln. Mach's dir doch einfach. Lass mich doch. Öl. Es ist eine Farbe! Jo! Oh Gott! Was gibt doppelte Punktzahl? Oh Gott! Fußballer, ne? Ah, jetzt. Ja, mach einfach. Klingt ja sagen Oma. Kennt ihr diesen typischen Oma-Geruch, wenn in irgendwie so eine... Ja. Ja. Leider zu gut. Ach, naja. So schön. So, was haben wir denn? Obstgemüse! Olive, Orangen und Orange. So, geh ich mit konform. Ja. Ist passend. Ja, ich auch. Irgendeine Sache, Oma Schieße, Ottomotor oder Katalysator. Finde ich jetzt nicht, das riecht geil. Ja, manchmal übertreiben sie es auch. Wie die zwei schon wieder die zwei Kanäle hier nehmen, was da denn los?
So, essen, trinken. Nee, warte mal hoch. Wir sind doch gar nicht fertig. YouTuber sind wir. Hattest du doch schon. Was? Nee, die YouTuber. Olli Mörse, Wevo und Olaf LP. Hat mir, glaube ich, eben beide schon gehabt. Ja, hatten wir eben schon gehabt. Was? Machen Sie das weg? Warum? Bestimmt an der Olaf LP hast. Ich guck das mal nach. Die, meine Assistentin liest aber weiter. Die Regie sucht mal eben. Assistentin? Das kannst du aber knicken. Weiter. Na, was macht Olaf LP? Olaf LP gibt's. Also? Ja. Nein. War klar. Einmal mit 34 Abonnenten und 88 Videos und einmal mit einem Video und 11 Abonnenten. Dann nochmal. Oh, gut. Ja, aber keinen großen Kanal. Was? Aber es gibt den. Ja, das ist, ja, das, ist das Wichtigste. So, Essen, Trinken, Oliven, O-Saft, Orangensaft. Wow. Fußballer Ovo Moyela. Olli de Kahn! Ja, na gut, das hätte ich auch noch gewusst. Ja. Den von Jan, den kenne ich aber auch, das ist ein, was ist das für eine Nationalität? Ovo Moyela? Ja, das ist nicht ein Südafrikaner. Warte mal. Ich hatte mir hier die englische Wikipedia-Seite, auch nicht schlecht. Moment. Man erkennt auch immer... Nee, ist ein deutscher Fußballspieler, der wurde in Deutschland geboren. Okay. Man erkennt auch immer sehr gut, was ABBA geschrieben hat und was ich geschrieben habe. Bei mir sind die Wortanfänge groß. Ja, mein Gott. Ich halte mich halt nicht mit so einem Kinderkram auf. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei Städten. Bei Städten. Oldenburg, Ottenstein und Osnabrück. Ottenstein, ja, das wird bei dir da oben wahrscheinlich irgendwo sein. Ne? Ja, das ist bei mir den. Okay. Na, am rückwärts geschrieben. Euram. Euram, ich kenne Osram. Euram klingt wie so... Otto. Oh, was Türkisches. Pizzazutat. Oliven. Bam. Meine Mutter. Opel-Verkäufer. Da bist du extra für ausgebildet, nur dass du Opel verkaufen kannst. Da kannst du sonst kein anderes Auto verkaufen, sondern nur den Opel. Den Opel Meriva 5-Türer mit 6,5 Liter Bitur-Kompressor. Und dann möchtest du später mal werden, der Opel-Verkäufer. Genau. Auf jeden Fall. Oder VW-Verkäufer, wenn es nicht klappt. Farbe, Olive und Olivgrün. So. Oh ja. Otto-Motor, Otto-Motor. Okay. Oh Mann, Ben, ey. Orangenbaum, oh, ist auch was Schönes. Ja, das hatte ich heute auch mal gehabt. Hatten wir das nicht heute irgendwie schon fünfmal? Ja, und Orangenbaum. Ja, wieso? Ja, ich würde sagen, nächste Runde. Neue Runde, neues Glück. Ja. Glück mit K. Glück. Obstgemüse. Schon wieder mit Obst, S. Obstgemüse mit S. Oh, oh Gott. Jetzt kann ich es endlich. Oh Gott, wie wird das geschrieben? Hm? Ja, schreib immer. Ach, siehst du, ich krieg das nicht hin. Oh Gott, meine Frau kennt einen Fußballer. Ja, okay. Nee, das ist ein Ort, oder? Nee. Doch, das ist eine Stadt. Eine Stadt? Ist eine Stadt? Okay. Beruf, ey. Oder wird das mit E geschrieben? Oh, ich schreib's doch mit E. Achso, nee. Oh Gott. Das ist so
schreiben? Ja. Pflanze mit S, jo. Sieglinde. Da. Ah. Keine Pflanze. Sicher ist es eine Pflanze. Das ist auch keine Pflanze. Glaube ich. Zweimal drin. Anderes Lied anmachen. Liegt was auf der Zunge, ich komme noch nicht drauf. Ja. Siehst du? Ein bisschen was kann ich ja doch. Ich verstehe. Ja. Genau. Kein Plan. Ich hätte es gleich schreiben müssen, verdammt. Ja, Obst, Gemüse, Salat, Steig, Obst ist immer so hart beim Essen. nochmal Salat, gut. Stinkende Sache, Socken, Schlüpper, stinkende Socken. ja. Oh, Ben, ey. Gut, YouTuber Saraza, Sebastian LP, kenne ich jetzt nicht. Ja, Jan hat das Essen vergessen. Ja, ich habe ein S vergessen. Sebastian LP gibt es auch bestimmt im Moment, ich guck mal. Ja, wahrscheinlich. Es wegen ist Gronkh und so bestimmt. Ja, vor allem wegen Gronkh. Ja, vor allem wegen Gronkh. Ja, Saraza, ja klar, warum wird das eng? Ich war vorhin schon am überlegen, ob man den mit Z schreibt. Gibt es. Sebastian LP, 76 Abonnenten, 45 Videos. Ja, gut. Tolle Let's Plays und mehr. So, dann noch einen 35 Abonnenten, 16 Videos, alte Videos, Sebastian LP, es gibt. Ja, wegen Gronkh halt. wegen Gronkh. Ja, weil die mal irgendwie, ich glaube Freitag der 13. war das, da haben wir mal die Beta aufgenommen. Oder TTT oder weiß ich, keine Ahnung, welches LP das war, so Sebastian LP gesagt. So, Essen, Trinken, Spaghetti, Salami, Salat. Ja. Ach, Fußballer, ach, Schweinsteiger, ja. Da ist meine Frau fast aus dem Höschen gehüpft. Schweinebesteiger. Ja, sicher. Ja. Oink, oink. So, Stadt Salz, Salz, Schwerin und Stuttgart. Salzgitter ja, könnte ich verstehen, aber Salz? Ja. 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 Salz gibt's bei uns hier oben. Im Westerwald. Ja, ihr spielt ja auch LOL. Kann ich verstehen. Ich wohne in Salz. In Salz, wo liegt denn das? Südlich von Zucker neben Pfeffer. Und nördlich von Pfeffer. Das wär's. Also so gleich neben Majoran. Oh, Leis, ja. Oh, jo, genau. Lars, Leis und Matthias. Ja, Matthias. So. Pizzazutaten, Salsa-Sauce, Sardelle und so. Oh, Sushi, da wollte ich echt Bock drauf. Sushi hätte ich vorhin, Sushi hätte ich vorhin auch mal gehabt, die Idee. Da war ich mir unsicher. So. Berufe Seiler, Staatspräsident und Stahlbauer. Jo. Wobei ich mir bei Seiler nicht richtig sicher bin, ob er richtig geschrieben ist. Macht denn der? Seile. Nee, wirklich. Ja. Seile ja, und Taue. Unkreativ wird jetzt aber ganz schön kreativ. Stahlbauer. Nee, mit Schwarzblau. Schwarz, oh, Schwarzblau. Oh. Mir war klar, dass alle anderen nur schwarz nehmen, deswegen musste was anderes machen. Ich habe überlegt, was gibt's denn für Farben? So, Worte, wo der Buchstabe zweimal drin ist. Sause, Sause. Hab ich auch drüber nachgedacht, über Sause. Sushi. Du hast voll Bock auf Sushi, ey. Nicht nur du. Wenn du es jetzt noch öfter sagst, schlag ich dich. Hör auf, an meinem Fuß rumzukommen. Sushi, 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 Sushi. Das ist ein Dong. Pflanze, Salbei, Staude, Spar. Boah, Sushi ganz, mit Spar. Ganz ehrlich, Strauch ist doch auch eine Pflanze. Es ist ein Strauch, ja. Es hat Wurzeln und ist in der Erde, also ja. Es ist eine Pflanze. Ja, eigentlich schon, ne? Aber was für ein Strauch? Ist eine Salamipflanze, eine Salamistrauch. Oh Gott. Wie mit Hecke? Ja. Okay, gut. Man kann sagen, wenn wir Hecke durchgehen lassen, müssen wir so, auch Strauch. So, was sind die Ergebnisse jetzt? Aber nicht haben gewonnen. Natürlich. Das ist Platz 4, glaube ich. So, wir können über die Punkte jetzt mal durchgehen. Das haben wir noch gar nicht, gemacht eigentlich. Hanna, wir haben beide trotzdem nur 5 Punkte bekommen, aber. Die gleichen.
Schade. Okay, und große Kleinschrauben ist scheißegal. Okay. Gut zu wissen. Ich glaube, 20 Punkte gibt's, wenn kein anderer was hat, ne? Ja. Das kann sein, ne? Hans Beckmord, du hast, habt ihr nur ihr gerade 20 Punkte. Mhm. Aber es sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ja. Also auch so vom Programmieren her. Dass er wirklich gar nicht sagt, okay, case sensitive oder nicht. Na gut, ja. Ich wollte sagen, machst du aber Rechtsklick und dann Quelltextanzeige, oder musst du da irgendein JavaScript auswählen. Ich weiß gut, dass ich für meinen Olivenbäh 10 Punkte bekommen habe. So. Ich würde sagen, es war in der Folge, ne? Okay. Hm? Boah, sieht gut aus. Ja. Ja, Opel-Verkäufer 10 Punkte. Aha, Opel-Verkäufer. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und da ist die Kamera. Ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da ist die Kamera. Mittwoch um 20 Spaß. Uhr auf allen vier Kanälen. Die stehen auch alle wunderschön da unten in der Videobeschreibung. Genau da. Und wenn ihr dann gerade am runtergehen seid und euch angucken würdet, ist da noch irgendwo ein Like-Button. Einfach mal drauf drücken. Das war jetzt bei mir. Tschüss. Ich möchte auf so ein Niveau nicht sinken. Ich bin raus. Onkel Klaus. Ja. Mit V. Ich verlinke wie gesagt zu TabuFuck.tv im Video oder so. Ciao von TabuFuck.tv. TabuFuck.tv. Oh Gott. Der ist jetzt aber wirklich ciao. Ja, TabuFuck.tv sagt ciao. Mit V. Gut.